Dankeschön für die nette Begrüßung und für die Zurverfügungstellung dieses tollen Saals hier. Auch Ihnen und euch ein herzliches Hallo. Das ist die letzte Veranstaltung in einer Reihe, die wir unter dem Titel Vom Süden lernen, heute von der Peripherie lernen, gestellt haben. Das Zitat ist vielleicht einigen, die einer Vorveranstaltung beigewohnt haben, schon bekannt. Ich finde es trotzdem immer noch super zitierfähig, weil es so einen idealen Rahmen abgibt für das, was wir hier verhandeln. Es ist ein Zitat von Rafael Correa, dem amtierenden Präsidenten von Ecuador, der Anfang des Jahres seine Wiederwahl geschafft hat gegen seinen Kontrahenten, einen Banker mit überzeugenden 58% oder 59%. Und er hat einen Vortrag gehalten an der Sorbonne, ziemlich genau vor einem Jahr oder etwas mehr als einem Jahr ist dann abgedruckt worden, diese Rede in der Le Monde Diplomatique, und da sagt er, wir Lateinamerikaner kennen uns mit Krisen aus, nicht weil wir klüger als andere sind, sondern weil wir schon so viele Krisen durchgemacht haben. Wir haben sie stets miserabel gemanagt, weil wir immer nur ein Ziel vor Augen hatten, die Interessen des Kapitals zu schützen, was dann die ganze Region in eine langwierige Schuldenkrise stürzte. Heute sehen wir mit Sorge, wie Europa genau den gleichen Weg einschlägt. Und das sagt genau das, womit Europa jetzt konfrontiert ist, nämlich die lateinamerikanische Erfahrung der 1980er und 1990er Jahre zu wiederholen. In Lateinamerika war Anfang der 80er Jahre mit einer massiven Schuldenkrise konfrontiert. Es gab dann in den 90er Jahren eine Reihe von Finanzkrisen, Argentinien, Brasilien, die Peso-Krise in Mexiko 1994. Und die Reaktion der internationalen Finanzinstitutionen, allen voran des Internationalen Währungsfonds, hieß Strukturanpassung, Structural Adjustment. Und das heißt nichts anderes als liberale Reformen, eine liberale Reformpolitik mit Privatisierungen, Liberalisierung der Finanzmärkte etc. und eine rigide Sparpolitik. Und das ist eben genau das, was hier Correa anspricht, was jetzt auch die europäische Krisenpolitik kennzeichnet. In Lateinamerika spricht man von den 80er und 90er Jahren als die verlorenen Jahrzehnte, weil diese Art der Strukturanpassungspolitik nirgendwo zu Wachstum geführt hat, sondern ganz im Gegenteil zu einer sozialen Krise mit einem Anstieg der Ungleichheit, mit einer massiven Verarmungstendenzen. Und das ist auch etwas, was wir eben heute in der EU erleben und wo uns Sonja Ablinger dann als erste Rednerin etwas erzählen wird aus der Peripherie, von den Erfahrungen dort und mit welchen aktuellen Verschärfungen die EU jetzt hier auffährt. Warum wir diesen Titel auch gewählt haben, vom Süden oder von der Peripherie lernen, ist diese Zuschreibung, diese Nord-Süd-Zuschreibung, die wir in den Medien jetzt in Bezug auf die europäische Krise oder die Krise in Europa erleben, umdrehen wollen. Weil wir hören ja mit eindeutig rassistischer Konnotation immer wieder von den faulen Griechen und Griechinnen oder von den südlichen Peripheriestaaten, die nicht wirtschaften können oder über ihre Verhältnisse leben. Und das wollen wir eben umdrehen und Erfahrungen aus dem Süden einbringen. Und das ist dann unser Part, also mein Part und der Part von Andreas Novi, weil wir Entwicklungsforschung betreiben mit Fokus auf Lateinamerika. Und da gibt es sehr interessante entwicklungstheoretische Beiträge, formuliert Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts und in den 1970er Jahren, wo sich Entwicklungstheoretiker und Theoretikerinnen Gedanken gemacht haben über eine geeignete Entwicklungsstrategie, wie Integrationsprojekte sinnvoll ablaufen. Und das wollen wir hier hereinholen. Der Ablauf dieser Veranstaltung ist so, dass Sonja beginnen wird mit Ausführungen zur Krise in Europa und den aktuellen Neuerungen, die wir hier zu vergewärtigen haben in Bezug auf Fiskalpakt, Wettbewerbspakt, Stabilitätspakt. Ich dann aus dieser lateinamerikanischen Theoriesicht ein paar Konzepte vorstelle, die diese Denker und Denkerinnen damals gedacht haben und von denen wir glauben, dass sie es wert sind, noch einmal ausgepackt zu werden und ihnen präsentiert zu werden. Und am Ende kommt dann Andreas Novi, der sich Gedanken gemacht hat, wie diese Konzepte aktuell in Europa vielleicht möglicherweise wünschenswerterweise Anwendung
finden können. Und ein kleines Werbejingle vielleicht zu Beginn, wenn du mir das noch gestattest, Sonja. Wir haben ein Journal für Entwicklungspolitik gemacht, eine Ausgabe unter dem Titel Gutes Leben für alle, ein europäisches Entwicklungsmodell. Da finden sich Beiträge unter anderem von Andreas Novi und von mir und das Heft liegt hinten auf. Gerne durchblättern, durchschauen und wir hoffen auf Ihr Interesse. Damit sind wir beim ersten Programmpunkt, Sonja zur Krise der EU. Bitte. Danke, Karin. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ich brauche jetzt nicht lang sagen, was ich sagen will, weil das ist sehr gut dargestellt worden, worauf ich eingehen will. Das hängt unter anderem zusammen eben, weil ich gemeinsam mit den Andreas auch eine der Initiatorinnen bin, Europa geht anders. Und vielleicht fange ich an bei diesem Zitat vom Rafael Correro, als Lateinamerikaner, der versucht irgendwie eigentlich die Botschaft zu senden an Europa, man könnte aus den Verwerfungen in Lateinamerika doch eigentlich lernen in der Krisenbewältigung. Man hätte vielleicht auch von anderen lernen können. Sie kennen alle das berühmte Zitat von Ernesto Che Guevara, die Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker. Und vielleicht möchte ich mit dem anfangen, diese Solidarität, die Solidarität zwischen den Ländern, die Solidarität zwischen den Menschen, die Solidarität in unserer Gesellschaft, die, und das ist eines der wesentlichsten Punkte, die wird gerade massiv torpediert. Und das erleben wir nicht nur im Verhältnis zum Süden, sondern wir erleben das ja auch zu Hause. Griechenland steht seit einigen Jahren unter Beschuss. Es sei irgendwie ein Land mit zu wenig Disziplin, mit zu viel Korruption und die Griechen sind faul und ohnehin ein Land, das irgendwie nie hätte in die EU kommen sollen und außerdem hätte es damals beim EU-Beitritt irgendwie mit unklaren Budgetzahlen operiert. Also eigentlich sozusagen ist Griechenland schuld und muss schuldig gesprochen werden. Vielleicht auch nochmal ein Sidestep. Als die Krise begonnen hat, oder man begonnen hat, Griechenland, also als die Zahlen man hörte aus Griechenland, war ja sofort der Schuldspruch da. Und ich finde, dass das auch ein neues Denkmuster ist, das da einzieht in zwischenmenschlichen Beziehungen. Es ist nämlich eigentlich nicht so. Also wenn man in zwischenmenschlichen Beziehungen auf das reflektiert vielleicht, und es liegt jemand auf der Straße am Boden, da wird man auch nicht als Erster fragen, sagen, bist du selber schuld, sondern wer hat dir das getan? Und diese Denkmuster, die eigentlich so natürlich sind, auch irgendwie solidarisch jemand zur Seite zu stehen, die werden seit einigen Jahren auch durch diese Wirtschaftspolitik schwer torpediert und werden sozusagen in einem gesellschaftlichen Denken verändert. Und vielleicht noch etwas, Griechenland schuldig werden zu lassen an der europäischen Krise ist besonders absurd. Griechenland entspricht von seiner Wirtschaftsleistung ungefähr dem Bundesland Hessen. Man könnte doch irgendwie niemand erzählen, würden zum Beispiel nur alle Zahnärzte in Hessen die Steuern hinterziehen, würde man nicht meinen, dass das die europäische Krise auslöst. Aber man tut jetzt so, als wäre irgendwie Griechenland und der Süden schuld an dieser Krise. Eine Krise, die man sagt, ist sozusagen eine griechische Wehr oder eine, weil die Länder im Süden über ihren Verhältnissen gelebt haben. Und man weiß irgendwie, wenn man sich das anschaut, in Bezug auf die Wirtschaftsleistung von so einem kleinen Land, dass so ein kleines Land nicht eine Krise auslösen kann, die so massiv geworden ist. Offensichtlich geht es um etwas anderes. Und darauf möchte ich ein bisschen Bezug nehmen. Ich habe den Eindruck, dass Griechenland irgendwie so als Drohgebärde hergenommen wird. Und dass das, was man da im Süden versucht, sozusagen an politischen Rezepten diesem Land anzutun, dass das sozusagen die Schablone ist für eine Krisenpolitik, die hier angesprochen worden ist, die sozusagen auch nach Europa das Signal schicken sollte, also wer nicht entsprechend gehorcht, dem passiert dann das wie in Griechenland. Und was in Griechenland passiert ist dramatisch genug, Sie kennen das alle. Die Troika ist gekommen mit einem Programm, das dazu geführt hat, dass alle sozialen Sicherungssysteme gelockert wurden. Also was Sozialversicherungen betrifft, was sozialstaatliche Angebote betrifft, was Bildung betrifft, was Universitäten betrifft, was die ganz normale Infrastruktur betrifft. Ich war vor 2 Jahren in Griechenland und habe mit einigen Leuten dort geredet
Und jetzt nur an einigen Zahlen das vielleicht zu nennen. Also Sie haben alle das damals mitgeregt, die Selbstmordwellen, die es gegeben hat. Von Männern und Frauen, die einfach nicht mehr gewusst haben, wie sie überhaupt sich das Überleben sichern sollen. Und für die war der einzige Ausweg, sich das Leben zu nehmen. Oder was muss eigentlich passieren, dass eine Mutter oder ein Vater alleinerziehend sein eigenes Kind in ein Heim abgibt, weil er es nicht mehr versorgen kann und weil er sonst irgendwie nicht mehr weiß, wie das Kind überleben kann. Und das in einem Land in Europa, das so eine große Geschichte gehabt hat. Mittlerweile ist es so, dass in Griechenland 40% der Kinder in Armut leben und ungefähr 75% der Menschen, die in Griechenland leben, haben einen dramatischen Einkommensverlust von über 30% in den letzten Jahren. Und das sind Auswirkungen von einem Programm der Troika, die regelmäßig diesem Land verordnet, sie müssen die öffentlichen Haushalte kürzen und kürzen und kürzen. Und das führt dazu, dass da unten im Süden dann überhaupt nichts mehr auf die Beine kommen kann, wenn man denen sozusagen jegliche Interventionsmöglichkeiten der öffentlichen Haushalte nimmt. Mittlerweile ist es sogar so, dass der Europäische Währungsfonds zwar bekennt, wie sagt er, dass die Auswirkungen vielleicht der Kürzungsmaßnahmen auf das Wachstum doch sie völlig falsch eingeschätzt haben und dass durch diese Kürzungsmaßnahmen die Schuldenstände sogar angestiegen sind. Und sie meinen dann auch, dass doch die Sparprogramme erhebliche Auswirkungen haben. Erhebliche Auswirkungen, das ist eben, wenn vor den Suppenküchen riesige Schlangen stehen, wenn die Leute irgendwie nicht mehr wissen, wie sie sich für den Winter heizen können, wenn junge Leute auf die Universität gehen und eigentlich gar nicht mehr wissen, ob sie irgendwas von dem, was sie angefangen haben zu inskribieren, abschließen können, weil regelmäßig irgendwelche Studien eingestellt werden. Das sind unter anderem sozusagen diese sogenannten erheblichen Auswirkungen. Oder dass gerade wie jetzt am Wochenende in Spanien die Leute demonstrieren für Arbeit, Brot und Dach. Und das demonstrieren dafür, weil das etwas ist, was sie alles nicht mehr haben. Und das sind keine Schlagzeilen aus den 1870er Jahren, sondern das sind die Schlagzeilen, wo Menschen demonstrieren für Arbeit, Dach und Brot von 2014. Eine Krisenpolitik, die immer wieder in der Krise die Länder zwingt, noch mehr zu sparen und offensichtlich massiv scheitert und offensichtlich erkennbar ist, dass es die Menschen selbst in Armut treibt und die Arbeitslosigkeit Rekordausmaße annimmt. Der Joseph Stiglitz hat dann irgendwie mal gesagt, in Bezug auf das, was abläuft, und nämlich das irre Phänomen ist ja, man sieht, also jeder, der ein bisschen genauer hinschaut und jede erkennt, das funktioniert irgendwie nicht. Die Troika verordnet ein Programm nach dem anderen, Haushaltskürzungsprogramme nach dem anderen und sagt, das müssen Sie noch tun und dann wird es besser. Und jedes halbe Jahr müssen alle Prognosen nach unten revidiert werden, weil es nicht funktioniert. Und dann kommt wieder nur das nächste Programm, dann muss sozusagen ein neues Programm noch einmal gemacht werden. Joseph Stiglitz hat einmal gesagt, also ein Ökonom, Nobelpreisträger, irgendwie hat er den Eindruck, wir leben wieder im Mittelalter. Also so, das ist wie beim Aderlass. Ja? Wenn jemand eine Krankheit hat, dann bittet man ihn zur Ader und nimmt ihm permanent Blut ab, der wird immer schwächer und das Ergebnis ist nicht, dass man sozusagen die Behandlung ändert, sondern offensichtlich hat man noch immer nicht genug vor dem getan. Und er sagt dann, wir haben wohl noch nicht Blut genug abgelassen, so scheint es, also ließen sie noch mehr Blut ab. Und die übliche Folge war der Tod des Patienten. Was wir jedenfalls zusammenfassen können über die Auswirkungen der Krise, ist, dass in der ganzen EU über 600 Milliarden Ausgaben bei den Ländern gekürzt worden, mit dem Effekt, dass das Sozialprodukt um 7% geschrumpft ist. Das ist nicht nur sozial unzumutbar, das ist auch wirtschaftlich und demokratiepolitisch gefährlich, wie man das ja auch sieht, dass die Menschen jegliche Hoffnungen verlieren und sie auch von politischen Institutionen abwenden. Und dann muss man sich auch noch anschauen, wie zum Teil in diesen Ländern diese Troika-Programme auferlegt worden sind. Also in Griechenland habe ich auch mit einigen Abgeordneten geredet dort und die haben eben erzählt, das haben sie vielleicht eh damals auch mitbekommen, dass es
auf die parlamentarische Versammlung ein massiver Druck ausgeübt worden ist, alle diese Programme rasch zuzustimmen. Und zwar so rasch, dass zum Beispiel die gesamten Vorlagen für diese Sparprogramme, Kürzungsprogramme, also Mindestlohnfixierungen, alle diese Sachen beschlossen worden sind mit Vorlagen, die waren noch nicht einmal in Griechisch, die Papiere waren noch nicht einmal in Griechisch im Haus, mussten sie sich schon sozusagen durchwinken. Das heißt, die haben nicht einmal die Möglichkeit gehabt, sich mit dem wirklich parlamentarisch auseinanderzusetzen. Und alle jene Abgeordneten, die damals gesagt haben, da stimmen sie nicht mit, sind alle jeweils aus den Fraktionen ausgeschlossen worden. Unter anderem ist die BASOK, also die Sozialdemokratische Partei, ist zudem seitdem auf eine Mini-Bewegung zusammengeschrumpft, weil abgesehen davon, dass sie abgewählt worden ist, aber alle Abgeordneten, die nicht gespurt haben, sind aus der Fraktion hinausgeworfen. Also auch die völlige an den Randstellen der demokratischen Verhältnisse. Und das findet man dann im Zentrum Europas, gerade sozusagen von jenen Mächtigen in Europa. Sicherlich eine von denen ist die Bundeskanzlerin Merkel, die findet, das ist ein völlig normales Programm, das muss gemacht werden. Und sie verlieren nicht einmal einen Gedanken darauf, was sie da auch demokratiepolitisch anrichten. Vielleicht nochmal zwei wesentliche Punkte, was vielleicht auch für die Debatte notwendig ist und auch für das Verständnis und für den Diskurs. Also es ist, ich habe das schon zu Beginn gesagt, wenn die uns einreden wollen, sozusagen Griechenland wäre schuld an der Krise, in Bezug auf dieses Land, dann weiß man ganz genau, das ist ein hanebücherner Unsinn. Es gibt zwei wesentliche Ursachen für die Krise. Und das sind jeweils sozusagen politische Programme gewesen, die massiv scheitern und trotzdem werden sie weitergeführt. Eigentlich gibt es zwei Krisen. Es gibt die Krise der Finanzmarktregulierung, also die seit Jahren betriebene, seit Beginn in der Mitte der 80er Jahre, die Deregulierung der Finanzmärkte, wo sozusagen alle vernünftigen Regulierungen für den Finanzmarkt, wo also der Finanzmarkt auch beschränkt war auf ein Feld, auf dem man sich bewegen konnte, mit was er spekulieren konnte und mit was nicht. Weil das ist ja auch die Aufgabe der Politik. Es geht ja nicht darum, immer zu sagen, wir brauchen das Vertrauen der Finanzmärkte. Also vorerst geht es einmal um das Vertrauen der Menschen und nicht um das Vertrauen der Finanzmärkte. Und es muss ganz umgekehrt sein. Man muss den Finanzmärkten sagen, so, wir als Politik, wir bestimmen das Feld, auf dem wir euch bewegen könnt. Aber das ist völlig verloren gegangen, sondern es wurde unter dem Motto, zu viel Staat und zu viel Regulierung ist schlecht für die Wirtschaft und müssen alles deregulieren. Das nennt man dann Strukturreformen, damit sozusagen investiert werden kann. In dieser Art der Deregulierung sind eben dann diese Finanzblasen entstanden, weil eben alles wurde zum Spielgeld, mit allem konnte man spielen. Bis zu dem, dass es sozusagen völlige Luftblasen waren, aber ihre Werte auch von Staaten vernichtet worden sind. Das ist der eine Teil der Krise, also die Deregulierung, die dazu geführt hat, dass die Banken alle krachen gegangen sind. Und der zweite Teil liegt ganz im Wesentlichen in der Strukturpolitik sozusagen der Europäischen Union. Das ist diese schädigende Wettbewerbspolitik. Also man begibt sich in eine Europäische Union hinein, um gemeinsam prinzipiell Handel zu betreiben. Das ist ja gar nicht so sehr die schlechteste Idee. Aber wenn man sich in eine Europäische Union und noch dazu in eine Währungsunion begibt, also wo man keine eigenen Währungen mehr hat, sondern eine gemeinsame Währung macht, dann muss man sich an einige wesentliche Regeln halten. Und eine zum Beispiel ist die, dass man sie nicht permanent unterbieten kann. Weil wenn man miteinander handelt, dann müssen gewisse Spielregeln eingehalten werden. Und das, was aber massiv betrieben worden ist, ist eine schädigende Wettbewerbspolitik sozusagen, wo ein Land massiv sozusagen die Löhne gesenkt hat und immer wieder versucht hat, billiger zu sein als alle anderen. Also das ist irgendwie wie der Hase- und Igel-Spiel. Ja? Die anderen Länder konnten gar nicht mehr mit, weil der eine Anbieter immer noch billiger war. Das ist irgendwie wie im Theater, oder? Die in den ersten Reihen stehen auf, damit sie irgendwie besser sehen. Für die funktioniert das auch wunderbar und vielleicht nur für die in der zweiten Reihe funktioniert es auch noch. Aber für jeweils dahinter funktioniert das nicht mehr. Und da wird es hinten ziemlich finster und dann wird es unruhig. Oder man könnte es auch anders sagen. Es ist vielleicht, wenn ein Land seinen Unternehmen ermöglicht, durch Niedrigpolitik oder durch Hartz-IV-Politik und unsoziale Arbeitsmarktpolitik sich zum Exportkaiser ernennt auf Kosten anderer Länder. Dann gerät nämlich eine Währungsunion aus den Fugen. Und das ist eigentlich das, was passiert. Aber das wird nicht kaum thematisiert, dass eigentlich es vor allem Deutschland mit seiner Niedriglohnpolitik verursacht hat und sich
als ganz wesentliches Land nie an eine gemeinsame Zielinflationsrate gehalten hat, also an diese wesentliche Spielregel, wie steigern wir die Preise, damit alle sozusagen mit denselben Preisen arbeiten können. Das hat Deutschland massiv unterboten, nämlich sehr viel mehr unterboten, als zum Beispiel Griechenland manchmal darüber war. Also insofern ist Hartz IV und diese Agenda-Politik und diese Niedriglohnpolitik eins der wesentlichsten Ursachen für die Euro-Krise. Aber darüber redet man nicht, weil Deutschland ist ja der Wettbewerbskaiser. Nur irgendwann muss man sich fragen, wohin die nur exportieren wollen, wahrscheinlich auf den Mars. Weil irgendwann wird niemand diese Exportüberschüsse abnehmen können. Aber es wird kaum adressiert und kaum thematisiert. Und das sind noch dazu mit den massiven Auswirkungen in Deutschland. Deutschland hat den größten Niedriglohnsektor in ganz Europa, das benennt niemand. Also die Kosten nicht nur für die Europäische Union dieser Politik werden kaum benannt und auch nicht die Kosten sozusagen innerhalb Deutschland, man sagt immer, sie haben die niedrigste Arbeitslosigkeit, aber zu welchen Kosten? Was bedeutet das für die Menschen auch, die dort leben? Und insofern sind die Ursachen der Eurokrise nicht die faulen Griechen und nicht die laschen Haushalte und auch nicht der überzogene Wohlfahrtsstaat, den man jetzt nämlich denunziert und sagt, irgendwie der Staat ist schuldig und jetzt müssen wir einen schlanken Staat machen, was besonders bizarr ist, weil einen schlanken Staat, den können sich nur die Reichen leisten. Also das ist der Staat, der sozusagen keinen Wohlfahrtsstaat mehr finanziert, keine Pflegeleistungen, weil das ist alles überreguliert und keine öffentlichen Investitionen mehr, das ist dann dieser schlanke Staat. Wie gesagt, Reiche können sich den leisten, weil die finanzieren sie das selber. Aber der Großteil der Bevölkerung braucht einen starken Staat und der wird gerade eben durch das abgebaut. Und das ist die Schablone, um auf das jetzt wieder zurückzukommen, meine Schlussschneise hinein. Deswegen ist sozusagen Griechenland die Schablone dafür, dass man, was gegenwärtig an europäischer Krisenpolitik trainiert wird und eigentlich auf ganz Europa übergelegt wird. Weil das passiert jetzt nämlich auch, und damit komme ich eh schon zu dem Schluss, dass die nächste Krisenantwort jetzt, die auf der europäischen Agenda steht und eigentlich seit ungefähr eineinhalb Jahren, Andreas, seit wann? Ungefähr seit eineinhalb Jahren, geht es um einen neuen Wettbewerbspakt. Und das war der Anlass, warum wir Europa geht anders gegründet haben, als länderübergreifendes, parteiübergreifende Initiative. Weil das, was jetzt auch wieder für den Gipfelbeschluss im Herbst auf der Agenda, also im Dezember auf der Agenda steht, ist, diese Troika-Programme, die man jetzt in südlichen Ländern aufgelegt hat, die sollten jetzt für ganz Europa gelten. Und zwar in einer Art und Weise, dass die Länder werden verpflichtet, gewisse sogenannte Strukturreformen zu machen und nur dann bekommen sie Geld aus den Fonds. Ich finde überhaupt wirklich schlimm, dass man immer von Reformen redet. Der Emmerich Dalosch, der, vielleicht kennen Sie den Politologen, Politikwissenschaftler, der hat einmal gesagt, wann hat man aufgehört, Reformen als etwas zu benennen, was sie nämlich sein sollten, dass sie wirklich die Lebensbedingungen für die Menschen verändert. Jetzt nennt man alle möglichen Änderungen, nennt man Reformen und Strukturreformen am Arbeitsmarkt. Das heißt, dass es leichter wird, Menschen zu kündigen, dass es leichter wird, Löhne, niedrige Löhne zu bezahlen und es leichter wird, prekäre Beschäftigungen auszudehnen. Und Länder sollen dazu gezwungen werden, das zu machen und nur dann bekommen sie Geld. Das ist dieser sogenannte Wettbewerbspakt und das ist eine Fortsetzung dieser falschen Politik. Weil es betreibt sozusagen die Länder in den Wettbewerb, was absurd ist. Unternehmen, finde ich, können sie von mir aus konkurrieren, so viel sie wollen. Aber man kann doch nicht Länder in Konkurrenz schicken. Und das ist etwas, was gegenwärtig passiert und was sichtbar dazu führt, dass Europa immer tiefer, immer sozusagen größere Risse bekommt und die Spaltungen sich in Europa vertiefen. Und es zu wachsenden Ungleichheiten zwischen den Bevölkerungsgruppen kommt und zwischen den Ländern im Süden und im Norden. Und das ist das Ergebnis einer völlig destruktiven Sparpolitik, wo man ganz genau weiß, in Bezug auf die Erfahrungen aus Lateinamerika, man kann sich aus einer Krise nicht heraussparen. Das funktioniert nicht. Es muss der Staat einspringen. Der Staat muss sozusagen die Grundlagen legen. Und das versteht eigentlich, also ich habe mit meinen Schülern darüber geredet, verstehen meine Schüler auch. Wenn sozusagen daheim mehr Geld zur Verfügung ist, dann kann man sich irgendwie endlich das leisten, für was man eigentlich schon lang braucht. Und eine Schülerin hat gesagt, naja, wenn wir mehr Geld ausgeben, hat der Supermarkt dann mehr Geld und dann wird der Supermarkt wahrscheinlich mehr einkaufen. Also das ist eigentlich völlig logisch. Aber die europäischen Eliten versuchen irgendwie den Hausverstand irgendwie einzugraben und in den Wartesaal zu stellen. Und deswegen ist die Initiative von Europa geht anders, gemeinsam mit vielen einen Kurswechsel zu thematisieren. Wir wissen, wir sind weit weg davon, weil gegenwärtig redet man ja eben nur von Sparen und Konsolidieren. Aber es gibt viele, an vielen verschiedenen Orten, in vielen, vielen Ländern in Europa,
Initiativen und Bewegungen, die sie dagegen wehren und die immer lauter und stärker werden. Wir werden sehen, wie sich in Griechenland die Wahlen ausgehen. Im Frühling sind, glaube ich, die Wahlen in Griechenland. Syriza wird immer denunziert als linksextrem. Man nennt ja Syriza, eine schon eine linksdemokratische Bewegung, immer gleich mit den Rechtsextremisten der Goldenen Morgenröte, was absurd ist. Das ist Alexandra Tsipras kennengelernt, das ist ein Sozialdemokrat, ein linker Sozialdemokrat mit klassischen Positionen, die wollen nicht aus dem Euro raus, die wollen einfach ein Wirtschaftsprogramm, das funktioniert. Die denunziert man, allerdings haben die eine ziemliche Stärke in Griechenland und das ist natürlich schon die Hoffnung, wenn in Griechenland sozusagen, wenn die möglicherweise die Wahlen gewinnen, dann sozusagen kriegt so ein Kurswechsel vielleicht wieder neue Luft und insofern beende ich schon mit dem Aufruf, lassen Sie sich nicht einreden, wir hätten über unsere Verhältnisse gelebt, wir haben unter unsere Verhältnisse gelebt. Dankeschön. Danke, Sonja. Was tun? Das ist die Frage, die wir uns gestellt haben aus einer Entwicklungsforscherinnenperspektive. Und wir denken die Dinge immer von den Rändern her. Also wir beschäftigen uns mit dem globalen Süden und das war der Ansatzpunkt, dieses Heft zu machen, das der Andreas Novi initiiert hat. Und eben Theorien anzuschauen, die anderswo gedacht wurden, aus einer krisenhaften, peripheren Situation heraus. Und ich möchte Ihnen jetzt kurz 5, 6, 7 Elemente nahebringen, die diese lateinamerikanischen Denker und Denkerinnen ab den späten 1960er Jahren gedacht haben. Zum einen, eine zentrale Einsicht war, dass wenn sich Volkswirtschaften unterschiedlicher Entwicklungsstufe integrieren, das immer zu Lasten der Schwächeren geht. Das ist sozusagen der Ansatzpunkt jeder Überlegung und entspricht eben so gar nicht diesem Integrationsmodus, den wir jetzt in der EU erleben, wo sozusagen Deutschland, die BRD, der Exportweltmeister ist, die Norm, das Ziel, alle sollen es gleich machen, sondern Aufmerksamkeit für die Schwächeren und dass Integration immer bedeutet, auch massiv gegen Ungleichgewichte, die ganz natürlich aus Machthierarchien, die in Integrationsräumen bestehen, entstehen. Und das heißt, gegensteuern, massiv politisch mit einer umverteilenden Regionalpolitik, aber auch mit größeren Szenarien oder Strategien, wie man eine komplementäre Entwicklung hinkriegt, um eben die Ungleichgewichte in diesen Integrationsräumen zu vermeiden. Also diese Ungleichgewichte, die wir jetzt ja ganz massiv in der EU erleben. Warum kam dieser Ansatz aus Lateinamerika? Natürlich aus der jahrhundertelangen Erfahrung des Kolonialismus und Imperialismus und einer ungleichen, gewaltsamen Integration in weltwirtschaftliche Strukturen seit dem 16. Jahrhundert. Zweiter wesentlicher Punkt, Binnenmarktorientierung. Auch etwas, was wir in der EU jetzt ganz anders erleben, wo die Wettbewerbsorientierung, die Wettbewerbsfähigkeit so im Zentrum steht. Diese lateinamerikanischen Denker und Denkerinnen sind davon ausgegangen, dass man zuerst einmal die Bevölkerung, den Binnenmarkt sozusagen befriedigen muss. Und das ist eine Strategie, die ja schon länger gefahren wurde in Lateinamerika im Gefolge der Weltwirtschaftskrise 1929 und folgende Jahre. So eine Binnenmarktorientierung muss mit strukturellen Sozialreformen einhergehen. Auch das ist eine lateinamerikanische Erfahrung. Man hat versucht, dort eine binnenmarktorientierte Industrialisierung auf den Weg zu kriegen, hat es aber nicht geschafft, die Reichen ausreichend zur Kasse zu bitten oder Land umzuverteilen. Und der Großgrundbesitz ist eine maßgebliche Quelle in Lateinamerika für die Ungleichheit in diesen Gesellschaften. Also aufgrund der Kräfteverhältnisse ist es nicht gelungen, in diesen Jahrzehnten, ab den 30er Jahren, tiefgreifende Landreformen zu bewirken und eben auch zu einer entsprechenden Besteuerung von Vermögenden zu kommen. Und da sagen jetzt diese Dependenztheoretiker, Abhängigkeitstheoretiker aus den 60er Jahren, Achtung, Binnenmarktorientierung muss immer flankiert werden mit sozialen Reformen. Dritter Punkt, diese Binnenmarktorientierung
sollte einhergehen mit einer Aufmerksamkeit für den landwirtschaftlichen Sektor. Samir Amin ist da einer derjenigen, die da immer massiv darauf hingewiesen haben. Vielleicht kennen ihn einige von Ihnen und euch. Er ist immer noch sehr aktiv und sitzt einer NGO mit Sitz in Dakar vor. Also das heißt, es geht in erster Linie darum, die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu erfüllen. Dazu gehört an allererster Stelle Ernährungssicherheit, Ernährungssouveränität. Samir Amin meint damit aber nicht eine Rückkehr zu vormodernen Agrargesellschaften und wir wirtschaften jetzt im Subsistenzgarten und das wird für alle reichen. Er sagt nur, Achtung, es geht nicht immer um die große Industrie, es geht nicht immer um die rauchenden Fabrikschlöte, es geht nicht immer um die großen Stahlwerke, sondern man soll sehr darauf achten, dass die Grundbedürfnisse, die materiellen Grundbedürfnisse der Bevölkerung befriedigt werden. Ein weiterer Punkt, den wir uns in den Aufsätzen hier in diesem Heft auch näher angesehen haben, war die Strategie der Self-Reliance. Ein merkwürdiger Begriff vielleicht oder fremd klingender Begriff. Self-Reliance heißt so viel wie aus eigener Kraft oder für uns selbst. Das ist eine Entwicklungsstrategie, an der auch Samir Amin oder auch Johann Galtung und andere gebastelt haben in den 70er Jahren. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Konzept, das es wert ist, auszugraben. Das heißt nämlich, dass man Integration, also Zusammenschluss von Staaten, die Schaffung von Integrationsräumen, immer unter dem Gesichtspunkt anschauen soll, dass man in einem größeren Raum die Grundbedürfnisse der Bevölkerung befriedigt. Und das aber nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht gedacht, sondern auch ganz stark mit Partizipation, Mobilisierung der Bevölkerung, Teilnahme, Mitbestimmung der Bevölkerung, auch über das, was produziert wird. Also es ist auch ein Konzept einer demokratischen Reform und es ist kein Zufall, dass viele Denker und auch Entwicklungstheoretiker und auch Politiker des ehemaligen Jugoslawien sich in diese Debatte massiv eingemischt haben in den 70er Jahren, wo es ja auch den Versuch gab, sowas wie Selbstverwaltung, demokratische Elemente zu implementieren. Geschichte ist auch Scheitern, das sind mit dem jugoslawischen Beispiel jetzt nicht, ist nicht das erfolgreichste Beispiel, das man anführen kann und auch Self-Reliance hat, wenn man sich, ich weiß nicht, was will man da für Prototypen hernehmen, Korea kann es wohl auch nicht sein, Albanien auch nicht, aber die Idee finde ich dennoch bestechend, dass man sagt, es geht zuerst einmal darum zu definieren, was braucht eine Gesellschaft, was ist überhaupt notwendig, wie können wir zu einer Souveränität gelangen und einer Krisenfestigkeit, also dass diese Überlegungen eigentlich am Beginn stehen sollten. Und Johann Galtung hat dann das Subsidiaritätsprinzip eingeführt, die katholische Arbeiterbewegung ist unser Kooperationspartner. Er hat das allerdings nicht im religiösen oder katholischen Sinn gedacht, weil da gibt es ja diese Idee des Subsidiaritätsprinzips, dass immer die kleinste Einheit, die verfügbare kleinste Einheit bestimmen soll, und sei das die Familie oder also die kleinere Einheit bestimmt und erst wenn diese das Problem nicht lösen kann, wird es auf eine größere Ebene transferiert. Also das hat ja in der katholischen Soziallehre auch konservative Elemente oder auch wenn man sich vorstellt, so Dezentralisierungsstrategien, die kommen ja auch oft von Neoliberalen, die sagen, also den Staat entmachten, die zentrale Ebene und möglichst auf dezentraler Ebene steuern und regulieren. Und das heißt dann oft, dass man den Staat aus der Verantwortung entlässt. Das ist hier überhaupt nicht gemeint, sondern eigentlich auch schon sehr klug gedacht zu sagen, was können wir regional entscheiden, was können wir regional produzieren und wo geht es nicht mehr und wir müssen auf eine andere regional größere Ebene wechseln. Und dazu gibt es ja mittlerweile ganz, ganz interessante Untersuchungen. Andreas Novi wird dann, glaube ich, in seinem Beitrag auch noch darauf eingehen, dass man das auf heutige Verhältnisse recht gut übertragen kann und wir heute auch mit viel mehr Wissen, Logistik und Technologien ausgestattet sind, um so etwas auszuprobieren. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das berühmte Buen Vivir oder Vivir Bien, Summa Causae. Das sind alles Begriffe für eine Entwicklungsvorstellung, eine Kosmovision, die ganz stark von den indigenen Gemeinschaften, von den indigenen Bewegungen in Lateinamerika kommt
und sehr stark eben am guten Leben ausgerichtet ist und versucht, das philosophisch zu begründen, in Einheit mit der Natur. Also da geht es ganz stark darum, dass man die Rechte der Natur wahrt, dass man nicht über die Verhältnisse lebt, dass man ressourcenschonend unterwegs ist, übrigens auch etwas, was bei diesen Self-Reliance-Konzepten immer auch eine Rolle spielt, die Frage der internationalen Ressourcennutzung und hier Gerechtigkeitsbeziehungen zu implementieren. Also das ist ein weiterer Anknüpfungspunkt, dieses gute Leben, das wir mittlerweile in den Verfassungen von Ecuador, Bolivien verrechtlicht haben, zu schauen, dass sowas wie Selbstgenügsamkeit als Lebensprinzip wirksam wird. Das ist natürlich nicht so leicht, aus diesen Kontexten herauszulösen. Es gibt allerdings Anknüpfungspunkte, wenn man sich beispielsweise die Idee der Gemeingüter oder Commons anschaut oder auch der Gemeinschaftsgärten, also diese Praxen von lokalen Gruppen, könnten hier sozusagen eine Entsprechung sein. Jetzt wissen wir natürlich erstens, dass das, was anderswo gedacht wurde, nicht so leicht herauszulösen ist aus dem räumlichen, aber auch zeitlichen Kontext. Ich habe angesprochen, dass diese Entwicklungstheorien, diese Überlegungen zu einer gelungenen Entwicklung aus den späten 60er und 70er Jahren stammen, beziehungsweise das, wohin wie wir jetzt zeitgenössisch aus Ecuador und Bolivien. Man muss sich immer anschauen, was davon kann man nehmen, kann man übertragen, beziehungsweise kann man adaptieren, neu formulieren für unsere Verhältnisse. Und das ist der Beitrag von Andreas Novi, der sich angeschaut hat, wie so ein gutes Leben für alle in Europa aussehen könnte. Andreas, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke auch für die Einladung und für die Möglichkeit, da mitzudiskutieren. Der Befund, den Sonja Ablinger gemacht hat, ist ja vermutlich in den Kreisen, die hier sitzen, relativ verbreitet, dass irgendwas falsch läuft in Europa. Ja, dass wir uns jetzt 6 Jahre in einer Krise befinden und nicht wirklich absehbar ist, wo da ein Ende in Sicht ist. Manche hatten ja nach 2008, ich zähle mich da eher auch dazu, gehofft, dass diese schwere Krise zu einem Politikwechsel führen wird. Was wir erleben, ist eher eine Vertiefung einer Politik, die über mehrere Jahrzehnte und ganz wesentlich von der europäischen Ebene vorangetrieben wurde. Nun hat Karin Fischer ja darauf hingewiesen, dass wir zu jener Minderheit unter den Wissenschaftlerinnen zählen, die sich mit anderen Kontinenten beschäftigen, in dem Fall dann mit Lateinamerika. Und das ist ein bisschen ein Rand und Schattendasein in der großen Wissenschaftscommunity, weil es halt die unterentwickelten, nachholenden Räume dieser Welt sind. Und das ist für uns, die wir doch ganz vorne stehen und reich sind, ja nicht das Allerinteressanteste. Jetzt gibt es, Karin hat es angedeutet, eine ganze Menge von Gründen, und da gibt es wirklich viele, warum man diese Sichtweise überdenken sollte. Und ich werde ein paar Ansatzpunkte dafür geben und dann auch versuchen, an das anzuschließen, was das für die Zukunft heißen könnte. Das eine ist, es ist gut, diesen globalen Blick zu haben, weil bestimmte Dinge sind an anderen Orten schon passiert. Ja, also der Neoliberalismus ist zuerst einmal in Südamerika umgesetzt worden, nach 1973 mit dem Militärputsch in Chile. Und er hat sich aber, und in dem Sinn ist auch Süden und Norden von Anfang an viel mehr verwoben, als wir das glauben, ganz wesentlich an einen Denker orientiert, der seine intellektuelle Ausbildung in Österreich in Wien erhalten hat, Friedrich August von Hayek, der wahrscheinlich die wichtigste
Person ist, wenn es um die Konzipierung des Neoliberalismus geht. In Lateinamerika 1998, ich erinnere mich noch sehr gut, war eine Katerstimmung und eine Stimmung der Orientierungs- und Hoffnungslosigkeit, die sich sehr stark mit dem vergleichbar ist, was wir heute in Europa haben. Die Idee, dass da ein Modell sich als alternativenlos durchsetzt und so nicht wirklich absehbar ist, wo es denn da Gegenkräfte gibt. Das Schöne ist, und das ist die erste und positive Nachricht, die Dinge haben sich dann mit einer ganz großen Geschwindigkeit und sehr überraschend in den letzten 15 Jahren gewandelt, weil eine Reihe von Reformregierungen, mehr oder weniger radikal linksorientierte Regierungen an die Macht gekommen sind, die alle ein relativ ähnliches Wirtschafts- und Entwicklungsmodell verfolgt haben, das sich in einem wesentlichen Punkt von dem unterscheidet, was eben Neoliberalismus ist, nämlich Lateinamerika ist in den ganzen Statistiken, die wir haben, der Kontinent, wo die Einkommensschere in den letzten Jahren geringer geworden ist und sich damit von einem globalen Trend unterscheidet. Die erste positive Nachricht ist also, dass bestimmte Tendenzen umkehrbar sind und dass auch in Zeiten der Globalisierung es keinen Sachzwang gibt, dass bestimmte Dinge passieren. Was ist die Voraussetzung, dass solche Veränderungen passieren? Und das ist der erste Punkt, den ich für ganz, ganz wichtig halte. Das war möglich durch ein Bündnis aus sozialen Bewegungen, aus politischen Bewegungen und politischen Parteien, die in überraschend kurzer Zeit, aber in sehr kreativer Art und Weise die Machtverhältnisse verschoben haben, in mehr oder weniger geglückter Weise Bündnisse aus Mittelschicht und Unterschicht zusammengebracht haben und in den letzten Jahren in einem Modell, ich würde sagen, nachholender Entwicklung, das umgesetzt oder umzusetzen versuchen, was am Beginn des vergangenen Jahrhunderts in Europa umgesetzt wurde, nämlich wohlfahrtsstaatliche, sozialstaatliche Strukturen herauszubilden, mit dem Effekt, dass eben die brasilianische Präsidentin auf der UNO-Konferenz dieses Jahr verkünden konnte, dass der Hunger in seinen schlimmsten Formen in Brasilien ausgerottet ist. Und in anderen Ländern gibt es ähnlich erfreuliche Entwicklungen. Wenn ich jetzt sage, das sind Entwicklungen, die Ähnlichkeiten haben mit dem, was in Europa im vergangenen Jahrhundert passiert ist, so führt mich das dazu, was ich eben auch in meinem Artikel ausgeführt habe, dass es sehr spannend ist, einen zweiten Theoretiker dazu zu nehmen, nämlich Karl Polanyi, ebenfalls ein Denker, der in Wien geboren, in Ungarn sozialisiert, dann vor der faschistischen Diktatur fliehend in Wien gelandet ist und dort dann vor dem Austrofaschismus fliehend in England und USA, Kanada den Rest seines Lebens bestritten hat. Aber Karl Polanyi, ähnlich wie Friedrich August von Hayek, waren ganz massiv und wesentlich geprägt durch die 20er Jahre und die beginnenden 30er Jahre in Wien. Und wie Sie wissen, waren das die Zeit des Roten Wien, die Blütezeit, der Beginn eines lokalen, sozialdemokratischen, wohlfahrtsstaatlichen Modells. Und für den einen, Hayek, war das das Beispiel für den Weg in die Knechtschaft. Hayek hat sein erstes Pamphlet für den Neoliberalismus 1943 geschrieben. Für den anderen, Karl Polanyi, war das Rote Wien so ein Beispiel dafür, wie Wirtschaft in Gesellschaft integriert werden kann, wie die Wirtschaft gesellschaftlichen Interessen untergeordnet werden kann und wie wieder ein Gesellschaftsmodell herstellbar ist,
in dem eben nicht der selbstregulierende Markt den Ton angibt. Und ich glaube, dass diese Gegenüberstellung die Art und Weise, wie wir es mit dem Wohlfahrtsstaat halten, eine ganz entscheidende Trennlinie ist politischer Natur heute wiederum. Und diese Modelle, die uns Hayek vorschlägt einerseits und Polanyi vorschlägt andererseits, eine ganz wesentliche Zäsur anbieten. Und das ist, glaube ich, mehr als eine historische Zufälligkeit, dass das auch ganz wesentlich was mit uns zu tun hat. Es gibt nämlich in dieser Diskussion einen zweiten Strang, der von den beiden Vorrednerinnen noch nicht angesprochen wurde, der die Sache ein Stück weit komplizierter macht, nämlich die ökologische Frage. Das Spannende ist, und wenn Sie sich für Lateinamerika interessieren, dann werden Sie ja allesamt wissen, dass diese letzten 15 Jahre nicht nur großartig waren, sondern dass es da auch eine Menge an Kritik, gerade aus den Umweltbewegungen, an diesen Regierungen gibt, die als extraktivistische, ja, auf Ressourcenausbeutung ausgerichtete Regierungen bezeichnet werden, die im Wesentlichen ihre Wohlfahrtsstaaten dadurch finanzieren, dass sie Öl, Bodenschätze, Soja und andere Produkte in ganz großem Maßstab exportieren. Und diese Kritik ist natürlich gerechtfertigt. In der Tat ist es so, dass die lateinamerikanischen Regierungen nicht wesentlich mit kapitalistischen Grundstrukturen gebrochen haben. Das hat die Sozialdemokratie ja auch nur in Ansätzen. Und daher kommt aus diesen Bereichen und in sehr vielen der Solidaritätsbewegungsberichterstattungen über Lateinamerika ein sehr starker Fokus auf diese Umweltfrage. Und ich glaube in der Tat, dass diese Frage eine sehr wichtige ist, deswegen auch dieses Konzept des guten Lebens, das genau eine Versöhnung von gesellschaftlichen und ökologischen Interessen anspricht. Also Kosmovision heißt ja nichts anderes als ein Anspruch, die Menschen als eingebettet in die Natur zu verstehen und daher nicht auf ein Entwicklungsmodell zu setzen, wo menschliche Entwicklung durch Zerstörung der Natur stattfindet, sondern ein Stück weit auch ein Umgang der Natur und Menschen fördert. Das darf aber nicht so weit führen, ja, wie das sehr oft ansatzweise in Umweltbewegungen, in kritischen Berichterstattungen ist, diese Linksregierungen und deren großer Erfolg schlecht zu reden. Wir haben eine ähnliche Diskussion und Sonja Ablinger hat auch das nicht angesprochen. Das macht viel in der Frage, wie wir mit der Entwicklung gegenwärtig in Europa umgehen, wichtig. Es gibt auch diesen Strang der Umweltkritik und der Umweltbewegung in Europa. Das ist diese Denkweise, die man vielleicht, die sehr stark aus der wachstumskritischen Bewegung kommt, aus dem Ansatz, dass der Konsumismus, das konsumorientierte Entwicklungsmodell, so wie wir es in Europa haben, nicht verallgemeinerbar ist, ja, und daher wir mit diesem American Way, European Way of Life über unsere Verhältnisse leben. Diese Wortwahl kommt ja sehr stark auch aus der Umweltbewegung und daher leider zu beobachten ist, dass Schadstoffausstoß eigentlich nur in dem Moment zurückgeht, wenn die Wirtschaft in einer Krise ist. Also 2009 war im Weltmaßstab für den Klimawandel oder die Reduktion der Geschwindigkeit des Klimawandels ein sehr erfolgreiches Jahr. Gleichzeitig ein Jahr, das ganz massive, desaströse soziale Konsequenzen in Europa und anderen Teilen der Welt ausgelöst hat. Wenn wir also diese Gegenüberstellung von Umwelt und Sozialen in der Art und Weise zulassen, zu sagen, entweder
zu sagen, wir setzen auf einen Wohlfahrtsstaat, so wie er von der Sozialdemokratie in Europa im 20. Jahrhundert umgesetzt wurde. Konsum, Zugang zu Konsum für alle, das ist im Wesentlichen das Modell der Linksregierungen in Lateinamerika. So ist es ein großer Fortschritt, so wie die Sozialdemokratie in Europa meiner Meinung nach auch ein großer Fortschritt war. Das stößt aber, wie man jetzt sieht, in den Städten Lateinamerikas an massive Grenzen. Ja, du hast dort mit dem massiven Zunahme des motorisierten Individualverkehrs schreckliche die Unwirtlichkeit der Städte gleichzeitig. Ja, danke. Auf der anderen Seite ist es naiv zu glauben, wir können diese Umwelt-Herausforderungen angehen, indem wir auf diese Errungenschaften der Sozialdemokratie verzichten, das, was eben der Wohlfahrtsstaat uns an sozialen Besserstellungen gebracht hat. Und was ich eben, da ich jetzt nur noch 2 Minuten habe, fürs erste Mal hier abschließend sagen möchte, ist, dass dieses Konzept des guten Lebens für alle, so wie wir das diskutieren und wie es hier auch, also wie es erstmals in dem Journal für Entwicklungspolitik diskutiert wurde und dann in der Folge in einer Zeitschrift, die heißt Kurswechsel, wo wir sehr stark auch mit der Arbeiterkammer Wien zusammenarbeitend mit Markus Matterbauer, Ulrich Brandt, Stefan Schulmeister und anderen ein Fortsetzungsheft geschrieben haben, das heißt Kurswechsel für ein gutes Leben, und dort diese Überlegungen zum guten Leben für alle weitergedacht haben. Und im Wesentlichen, und in dem Sinn kann ich das sehr gut hier jetzt auch als Diskussionsbeitrag stehen lassen, den Anspruch in Europa, aber auch in Lateinamerika und in der gegenseitigen auch Inspiration an einem Entwicklungsmodell zu arbeiten, das die Errungenschaften eben dieses roten Wiens und dieses Wohlfahrtsstaatsmodell des 20. Jahrhunderts sehr ernst nimmt und wertschätzt und seine Implementierung in Lateinamerika begrüßt und gleichzeitig wissend um die ökologischen Herausforderungen, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten zugespitzt haben, an einem Modell arbeitet, das nicht in diesem Ausmaß konsumzentriert ist, und damit ressourcenverbrauchend und damit die ökologischen Grundlagen gefährdet.